Was hast du? Ja. Nein, pass auf, wir machen jetzt folgendes. Bist du schon? Ich bin tot. Ja, gut. Weißt du, wie man die Handy über Kopf macht? Joe, machst du Video? Ja, läuft. Nice. 45 Leben hat er. Handy über den Kopf, Shift G bitte. Geißel. Pass auf, du drückst die Shift-Taste und dann G gleichzeitig, dann machst du die Handy über den Kopf. Oder ja, so. Das hätte nötig sein müssen, oder? Man versteht dich nur sehr, sehr schlecht. Ja, und was wollt ihr von mir? Ich hab nix. Ich warte immer noch auf die Cops oder auf irgendjemanden, der dem Typen... Das muss ich jetzt leider ehrlich sagen, du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Ey, wir müssen eigentlich auf die Cops warten und die abfangen. Warte, lass ihn mal stehen. Kommt doch so ein Weißer mit dem Hemd, Alter, ich verschreck. das bin ich. Alter, dass du mich jetzt erschreckt. Das ist ein scheiß Bull, der steht schon da. Oh, was? Zeig mal deinen Ausweis her, oder ich kram ihn mir reiß selber raus. Sharpo, bitte ihn aus dem Auto rausdrücken können, dann kann ihn jemand looten. Na gut. Geht nicht Auto zu. Ich suche ihn mir selber raus. Ich hab keinen Dietrich. Ja, dann frag ihn mal, ob er einen Autoschlüssel hat. Wenn ich Dietrich, aber das wird zu unnötig. Okay. Da haben wir schon das erste Problem. Ihr habt einen sehr ähnlichen Namen wie unsere Gemeinschaft. Das geht gar nicht. Das muss erstens angemeldet werden. Zweitens muss es erst genehmigt werden. Jungs? Ja. Also, Priester, frag ihn mal nach dem Autoschlüssel. Stopf ihn in ein Auto rein, wir nehmen Autoschlüssel bitte mal geben. Für den Grünen. Hallo. Autoschlüssel. Nur für den Grünen. Für den Grünen, Autoschlüssel. Los. Na dann zumindest für den Großen möchten wir dann die Autoschlüssel. Nee, für den Grünen bitte. Grün, bitte. Welchen Grünen? Hallo. Ist der weiß? Schwarz da. Der ist weiß. Tut mir leid. Ja, aber geklärt. Das ist für ein scheiß Jeep. Das ist schon geklärt mit dem Admin und so. Haben wir nebenbei so einer so ja, eine Heilungsdings geben? Ey Leute, wisst ihr, wie man sich in Armut damit umstellt? Nee, wir sagen... Ja, ich schau. Ich schau mal kurz in deinen Taschen. Da ist das unverarbeitetes Kupfer drin, ihr habt mich ja gar nicht so weit gelassen. Habt ihr Schmerzmittel? Ich hab gesagt, ich schau deinen Taschen auf und hol mir jetzt die Schlüssel für den Offroad raus. Komm auf YouTube. Ich bin berühmt. Nein. Achtung, Tabak! Festnehmen, anhalten. Kreuzchen. So einen Warnschuss mache. Ja, stell ich genau dahin, wo ich nicht mehr schießen kann, ey. Ah, hol dir raus. Hände hoch. Aber Junge. Oh Gott! Aber Junge. Daryl, echt jetzt. Geil, Jungs! Egal! Hallo, wer ist nackt von uns hier, der PW Neddy, ne? Ja, mein Freund, wir nehmen die Zieh mich mal komplett an, alles was ich anhab. Mach mal Auto auf, bitte, das hintere. Du hast auch Schlüssel. Danke. Achso, okay. So, mein Freund. Das ist UES, nehm ihn gleich Kommunikation weg. Muss mitgenommen werden. Kommunikation von dir ist weg. Dein Handy ist weg. Hab ich schon gesagt. Sehr gut. So, und jetzt aufhalten sofort. Gerät. Anhalten, oder ist geschossen. Sofort anhalten. Der ist bewaffnet, ich wiederhole, der ist wahrscheinlich bewaffnet. Ja. Hände hoch. Zieh auch meinen Rucksack aus der Leiche. Ey, setz dich mal bitte hin, Alter, du bist gefesselt, Mann, das ist kein RP. Ich hab keine Kabelbinder, Jungs. So, Leon, Schluss, ey, Hände über den Kopf. Sehr gut, so ist gut. Also, Freundchen, wenn du aufstehst, sofort die Hände über den Kopf, ja. Hast du verstanden? Wir warten jetzt hier erstmal. Wir haben dir die Kommunikationsmittel abgenommen. Hier oben. So, lass ihn mal die Waffe hinten droppen. Ich kann nicht so lange stehen, ohne die Arme. Also, geht einfach nicht. Du wirst jetzt gleich dein ganzes Equip droppen, ja? Ja, erstmal hier stehen bleiben, ansonsten kümmern wir uns um dich. Ja, ihr braucht Handschellen, ne? Ja. Wie viele haben wir jetzt? Drei. Ich hab nur leider keine Waffe. Der Schütze bei mir im Auto, mag der kurz aussteigen, dann kann ich Daryl abholen gehen. Ich komm, Douglas, ich komm. Lass mich nicht verstanden. Helf mal mit. Ich habe gesagt, wollen Sie einen alten Mann beklauen? Ich habe nicht gesagt, dass Sie das können. Wir wollen alte Männer beklauen, ja, Ende. Ich würde das machen. Ende. Ja. Wird alles in jeder beklaut, auch kleine Mädchen mit Lollis werden beklaut.
Lollis. Ja, soll ich jetzt aussteigen als Schütze, oder? Habt ihr keine gute Kindheit, also droppen Sie mal bitte Ihre Waffe. Legen Sie die auf den Boden, ganze Magazine. Hat er eine AK? Ja. Ja, einfach looten. Oh, kann ich die AK haben? Ihr müsst mal bitte den Leon Gras hier weiter bewachen. Ihr müsst den Leon, ich habe keine Waffe. Passt auf die Jungs auf, chillt, das wird später aufgeteilt. Passt erst auf die auf, ja, erst Situation safen. Nach hinten safen, links, rechts, falls irgendwelche kommen. Passt auf. Ich hab die. Ja. Wir sterben nicht. So, hier nochmal bitte. Hier nochmal bitte den Leon Gras irgendwo einsammeln, hier bitte. Jungs, ich hab Legs ohne Ende. Ja, dann macht einer ohne Legs, aber wer wegläuft, wird er schon sofort. Ja, den Leon Gras. Also, kommen Sie mal, folgen Sie mir, wir gehen mal von der Straße runter. Manfred Luther, was machst du im Auto? Oder am Auto? Ja. Würden alle nochmal die Hände hochnehmen, bitte. Bei Mr. Server weg. Helikopter kommt. Der backt sich rum, der backt sich rum. Sag ihm, hör auf rumzubacken, wenn ich es ende hier. Bitte von hör ihm auf, dich im Fahrzeug hin und her zu backen, danke. Ich verliere gerade die Verbindung, hallo. Ja, macht nichts, macht okay, nichts. Von den JG-Leuten ist, also von dem Leon Gras ist noch ein zweiter online. Egal, Pound? Ja. Hubschrauber. Du hast mein Stuff, ne? Halt ja, einer von euch doch Handschellen. Nein. Ja, ich komm doch schon. Okay. Zwingt sie mal zu mir ins Auto einzusteigen und dann. So, Leon Gras. Bitte ab. Mal hier vorne. Ja. Nach vorwärts gehen. Auf das Auto ich zu laufen. Ich hab 300 Meter, Jungs. Schild sagt, ich soll sich in eine Reihe aufstellen. Ich kann nicht laufen. Ach, stimmt, der kann ich laufen. Schon mit Handschellen. Ja, der soll die Hände runternehmen und dann vorwärts laufen in mein Auto einsteigen. Hände runternehmen, nach vorne aber laufen. Komm mir mal entgegen. DK Priester auf der Map. Ich kann's nicht, sie hängen mir zusammen. Sie kleben an meinem Kopf fest. Er soll sich jetzt bewegen. Oder er kriegt eine Kugel ins Bein. Jungs, der ist gefesselt. Er ist gefesselt. Ja, er kann. Warte, dann schieb ihn. Dann wie denn? Wie? Ja, Windows-Taste nehmen und dann Reload bewegen oder wie das heißt. Ach, rennt da vorne weg. Ja. Das passt schon, er gibt mir meinen Stuff wieder. So, einer muss bitte auf den Turm. Ja, mein Game ist gerade abgeschmiert. Mach den Stop dich neu ein, spawn La Rocher. Okay, du kannst mir kurz meinen Stuff droppen. Hast du meine Waffe gelootet? Genau. Einer muss bitte auf den... Du hast bloß eine Pistole, da bist du da. Ist die andere weggepackt? Die andere war weg, ja. Okay, ich danke kann dir. Ihn... Danke, ja, das ist jetzt A, okay. Kannst du mir die Weste droppen, alles? Das Auto muss aufgeschlossen sein, glaube ich. Einer muss sich als Ding reinsetzen. Ah, nochmal mit Windows-Taste. Jungs, ich bin jetzt auch auf dem Weg. Ja, spawn in La Rochelle. Setz ihn einfach rein, egal an welcher Position er ist. Ja, ich kann Hallo, willkommen zum neuen Fahrzeug. Soll ich den OP auch da reinschieben? Ja, schieb den da rein. Alle, ja. Kommst du mal bitte mit? Perfekt, ich nehme ihn mit, warte. Jo. Er ist nicht gefesselt. Achso. Oh, sorry. Du hast gerade so viel Key gespart, was ist? Ja, wir dürfen einmal den Sitz wechseln. Bitte nicht in den Schützen sitzen. Die dürfen nicht. Tut mir leid. Hat jemand noch eine Handybatterie für mich? Nein. Ich möchte dich nicht hier so gerne stehen lassen. Überfall, Shift G, oder? Sie können mir gerne die Schlüssel geben, dann werde ich mich darum kümmern. Ja, und das liegt daran, dass du Shift G hast. Du darfst einmal aussteigen und dann bitte wieder einsteigen, aber dein Shift G lösen. Jungs, weg von dem Typ! Bitte? Von welchem? Dürfte ich das hier reinfahren? Nee, hier wird nichts mehr mit dem Auto gefahren. Hier fährt keiner mehr Auto. Ihr fahrt nur noch als Beifahrer mit. Jungs, Douglas! Darf man den verkaufen, das Gerät, oder zählt Nein, das Fahrzeug? Nein, darfst du nicht, das zählt als LKW. Achtung, da hinten kommt noch einer an, ich weiß nicht, wer das ist. Ich komm von hier hinten. Gut, dann der Rest aus dem Auto aussteigen, der wird festgenommen, gefesselt. Ich hab keine Symbole. Achso, wir stehen direkt daneben. Ja, direkt daneben. Gut, Douglas? Ja, Daryl? Gut, mal schauen, ob der dem Auto irgendein Stuff drin hat, gell? Welchen, in dem hier? In dem Laster? Nee, T-Inventar, im Gerät, wer im Gerät sitzt. Ja, ich weiß nicht, wer da drin ist. Ich sitze da drin. Ich setze mal Tee und guck mal, ob das drin ist. Ist leer. Gut, dann fahr's irgendwo hin, fahr's um die Ecke, sperr's ab. Das Nein, der hat gesagt Instinct, wo ist Herr Kuh? Der meint, dass der Kopf drin sind. Vorsicht, ich komm durchgefahren. Ich glaub nicht, dass das drin ist. Ich glaub nicht, dass die sich zu dritt gegen 8 anlegen. Na, die ist da drin. Bin aber ein Oberhaupt. So, meine Herren, herzlich willkommen bei uns, ja. Freut mich, dass alle hier sind. Ich laufe euch jetzt mal entgegen. Ja. Pass auf dich auf, mein Sohn. Kann aber ein bisschen dauern, ich sehe keine Symbole und bin bei der so. Halle.
Wie schaut's aus? Haben Sie denn Freunde hier auf dem Server? Ja, seid haben Sie hier Freunde auf dieser Welt? Können wir mal jemand sagen, ob ich in die richtige Richtung laufe? Ja, ja. Ja? Ja. Bist jetzt gleich mal kurz sehr schön, sehr schön. Wie wär... Fahrzeug! Fahrzeug kommt. Anhalten, überfahren. Anhalten, aussteigen. Nein, lass den vorbeifahren. Lass ihn einfach vorbeifahren. Wir haben jetzt genug Geiseln, Daryl. Soll ich schießen? Nein. Der hat es nicht hören können, Daryl. Mach nicht, Douglas. Ist okay. Ja. Der dreht um, Leute. Danke, schnapp dir mal deine Karre. Wir laden jetzt mal alle ein. Jungs, da ist ein Typ im Ghillie-Suit, Wo? Das bin ich. Hier. Das bin ich. Achtung. Der in die Stadt rennt. Danke, Mann. Nächster, Achtung. Ja. Danke, Dagi. So. Achtung, ich fahr jetzt rückwärts. Ah, jetzt. Das Gerät ist sichergestellt. Das klaut jetzt keiner mehr davon aus. Eins. Der Samok fährt weiter Richtung. Dankeschön. Kann selber laufen. Samok fährt weiter Richtung. Bitte aus dem Schützensitz raus. Dommel, du bist gleich da. Warum kann ich den nicht mehr fesseln? Warum kann. Der eine ist mit. Das ist einfach Bug. Wird auch gleich Tag, ne? Das wisst ihr? Oder? Nee, es ist 19 Uhr. Nein, das ist nass. So, alle raus aus dem Fahrzeug. Jawohl. Alle einmal aussteigen, wer wegrennt, wird erschossen. Jetzt stellen wir sie erstmal schön ins Licht in eine Reihe. Ja. Hallo, mein Sohn. LG. Von diesen JG ist noch einer da. Wir sind jetzt eure Familie. Hallo! Hose runter! Oh yeah! Alleinlaufen! So, Mr. Raumel, bitte mal die Hände über den Kopf. Danke. Laut Manfred, hast du einen? Gott, die Hände über den Kopf. Ja, wenn ihr mir sagt, es geht. Ja, man, ein bisschen Geld. Das ist gar nicht so. Shift G. Shift und G, bitte. Nice, Bro. Oh, Leute, ja, Familie, ich kann mich doch jetzt hier nicht verstrahlen lassen. Ja, ein bisschen ja, Strahlung tut gut. Ey, macht's mal mit dem Flotte, ich hab keinen Nerv für den gerade. Komm, jetzt machen wir dein Handy mal im Kopf, Alter. Alles klar. Geht nicht, Schiff geht, tut mir leid. Dann soll er sich einfach ruhig fallen und nichts tun. Der ist auch gefesselt, Leute, der ist auch gefesselt, ihr Vollpfosten. Ach, stimmt. Gut, passt, alles gut. Alles gut. Beweg dich einfach nicht, beweg dich einfach nicht. Mein Kollege hat sich verwirrt. Alle kennen. So. So, haben Sie denn Freunde und Bekannte, mit denen wir Kontakt aufnehmen? Sound muted. Negativ. Also ich glaube, der Leon hat Freunde. Mr. Leon? Ob ich Freunde hab? Ja, ich glaube, wir haben auch einen Freund hier. Ja, natürlich habe ich Freunde. Ich habe auch ein paar mehr Freunde. Der sieht nicht wirklich aus, als ob er Freunde hat. Weil die kennen alle, außer einer. Ja, an wen dürfen wir uns denn da wenden? Also... Man haben sie richtig gute Freunde, vielleicht bereit wäre für sie was zu zahlen? Wie schaut's denn da aus? Ja, warte, das ist doch der. Ja, der Igor fick du sie mir. Der Igor fick du sie mir. Ahmed fick du sie. Wie schaut's denn mit unserem Karl-Heinz hier aus? Haben Sie denn noch Freunde? Ja, der sieht nicht so aus, als ob er Freunde hätte. Ja, das ist schon ein paar. Hässlich. Du kannst dein Heft mit. Ja, wie heiß? Wie heiß? Warte, kommt ja gar nicht dran. Aha, vergessen. Wie heißen die denn? Das wird immer. Denk mal schneller nach, mein Freund. Wie schneller nachdenken? Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ah, dann nimm mal deine Tabletten. Gibt's keine Tabletten gegen Altersschwäche? Na, da gibt's immer was. So, wie heißen denn deine Freunde, dass wir die mal anschreiben können? Ich kann keinen anschreiben, sie haben mich ja gefesselt. Ja, sie schreiben auch die mal an, sie sagen mir, wie sie heißen und ich werde den Kontakt herstellen. Dann schreiben sie ja einfach mal das Imperium an.
Ich bin hier in der Sache Ihr Verhandlungspartner. Sound resumed. Dann schreiben Sie einfach mal das Imperium an. Ja, denken Sie, ja, die zahlen für Sie? Zahlen für Sie? Das werden wir ja, weiß ich nicht, werden wir ja sehen. Douglas? Ja, Daryl? Wer hat den Schlüssel fürs Tempest Gerät? Ich. Das weiß ich nicht. Ich hab den Florian. Ja, gibst du den mal Dagi? Oder nee, fährst du mal mit Dagi mit? Oder warte, warte, du machst das Video, ne? Ja. Dann gib ihm mal hier Pound und Pound fährt mit Dagi mit und dann haben wir das Gerät noch, wenn was ist. Ne? Mm. Wissen Sie, wir haben ja Ihr Tempest Gerät. Ne? Wir haben ja, Sie und das ist schon ein bisschen was wert, ne? Ein bisschen Lösegeld. Ja, und? Was soll man das jetzt sagen? Also ich den Bild machen? Wir wollen Kohle. Wir wollen Kohle. Ja, dass sie uns eine adäquate Ansprechperson nennen, ja, weder das ein PR oder sonst was. Freunden, Bekannten, Personen ihres Vertrauens sind, die wir uns wenden können. Ja, das sind wirklich meine Freunde. Das sind so, jetzt passen Sie mal auf, wenn Sie jetzt noch weiter drumherum reden. Wir waren so kooperativ und haben Ihr Tempest-Gerät eingeparkt. Wir haben es in Sicherheit vor anderen Zigeunern gebracht. Jetzt nennen Sie uns eine ordentliche Ansprechperson, abgesehen von dem Imperium. Sound muted. Oder das Tempest-Gerät kommt auch noch in unsere Gewahrsam und dafür wird auch noch ein Lösegeld verlangt. Es ist Ihre Entscheidung. Sound resume. Schreiben Sie jetzt unten rechts. Douglas greift durch. Ja, so, und denken Sie mal nach. Wir geben Ihnen 30 Sekunden Zeit. Dann kriegen Sie noch einen Schlag auf den Hinterkopf. Und dann machen wir uns auf den Weg und holen das Tempest-Gerät hierher. Frost. Welcher Frost? Frost. Welcher Frost? Welcher? Dicken Frost. Ja, ich kenn Frost Beulen, aber mehr kenne ich auch nicht. Das ist Imperator. Ja, soll ich denn das jetzt mal buchstabieren oder raten? Dicken Frost. Ist der online? Vom Imp. Der ist vom Imp. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen eine Ansprechperson, die nicht vom Imperium ist. Einmal in den Mund kotzen. Warte. Ich würde es mir genau überlegen, ob du jemanden kennst oder nicht. Ich kenne keinen weiteren. Also ich bin Boris Becker und die machen relativ schnell ernst hier. Also das damit mit dem Kult ist nicht zu spaßen. Pass auf, wirklich keinen anderen. Das tut mir leid. Also dann ist es Ihre letzte Meinung, die ich haben, kann das nicht anders sagen, ich kenne keinen anderen. Also laut okay, dem... dann gehen wir jetzt los und holen das Tempest-Gerät. Das war Ihre Entscheidung. Sie hatten die Chance, einen Namen zu nennen. Sie haben die Chance nicht ergriffen. Ihre Schuld. Gut, von mir aus. Der Boris steht auf nach dem... Soll ich ausziehen? Ja, los. Ja, bitte ziehen Sie mal bitte aus hier. Ne? Wir geben Ihnen eine Unterhose, ein schönes T-Shirt, dann viel bequemer hier. Ich trau mich aber nicht so richtig. Mal ziemlich cool. Ich möchte dich nackig sehen. Soll ich nochmal meinen Tennisarm auspacken? Den alten Mann nackig sehen, das schämen Sie sich nie. Ja, Mann. Oh Leute, jetzt kommt mal einer und übernimmt den hier. Ich muss mal kurz Pause machen, was essen gehen. Ja, der Boris Becker macht mit ihm mal weiter. Ja. Und Becker, ich bin das im Ernst. Ich bin Boris Becker. Boom, boom, Boris. Sound resume. Ja? Du kannst dir gerne mal hier unseren Opa da ausziehen. Ja, ich hätte gerne meine Klamotten wieder. Du hast hier keine Forderung zu stellen. Sicher habe ich die. Was? Was? Schnauze. So, Herr Karl-Heinz, dann bitte ich Sie auch mal Ihren Rucksack zunächst mal abzulegen. Ja, Herr Leon, gute Nachrichten. Für Sie scheint die Sache gut auszugehen. Ihr Freund hat Kontakt mit der Heiligkeit des Kultes aufgenommen. Ach, der ist gefesselt. Wie kann ich denn jetzt den Rucksack abnehmen? Das hört sich ja gut an. Ja, so langsam wird's, Leon. Daryl? Ich glaube, Ihr Freund ist den richtigen Pfad und den Weg Gottes. Daryl? Ja? Der ist gefesselt. Der kann sich nicht... Ich weiß, da musst du ein bisschen stehen lassen, nicht bewegen. 5 Minuten stehen lassen, würde frei.
Jetzt. Nur Leute von der Insel. Tut mir leid. So, jetzt aber bitte dann den Rucksack einmal ablegen, Herr Karl-Heinz. Ja, sag mal, du hast die Kabelbinder locker gemacht, irgendwie sowas. Kabelbinder habe ich ein bisschen. Habe ich ein bisschen gelockert für Sie. Diesel, darf ich mir mal zeigen? Volli steht auf. Ja. Die rennen nirgendwo hin, mein Freund. Die rennen jetzt noch nicht. Ich renne nicht. Ich laufe. Gehen auch nicht, die bleiben stehen. Ihr seid Helden. Ist er tot? RDM, ja. Ihr seid. Nein, ist einfach kein RDM. Er hat sich dem RP widersetzt. Ende aus. Er hat mit den Regeln. Wir haben es auf Video, keine Sorge. Ist alles auf Video. Ich hab nichts. Ich hab gar nichts und ihr zieht einfach alles weg. Ja, und dann gibt es halt ein paar Traumfarmen, ist doch kein Problem. wer wollte denn jetzt noch einen Rucksack? Ich brauche einen Rucksack. Douglas, sag mal irgendwas zu dem bitte, der nervt mich. Zu wem? Zu Karl-Heinz? Ja, bitte. Nee, ja, nein, der Flotti, Kalotti hier. Die Kalotten. Also Flotti, jetzt mal out of RP. Dir ist klar, dass du die ganze RP-Situation kaputt machst, indem du anderen sagst, ja, mach das nicht, das ist nicht regelkonform und alles. Du machst alles selber kaputt, das ist dir schon klar. Und wenn wir einen exekutieren wollen, weil die Leute nicht kooperieren, dann ist es den Leuten ihre Schuld und nicht unsere Schuld. Ja, es ist einfach so. Ja, jetzt hast du es gesagt. Aber was ihr mit mir macht, ist halt scheiße. Ja, warum? Ja, warum ist das scheiße? Falsche Zeit, falsche Ort. Hättest du dir Leute gesucht, mit denen du zusammenspielst und nicht alleine los, diese wäre dir das nicht passiert. Dagi! Ja, dann gehst du einfach ins Bett und gehst schlafen. Ende. Dagi, ignoriere mal kurz. Lass mal Kani reden, die ist gerade hier reingeschaut. Okay. Hallo Kani. Mich am liebsten jetzt hier mal loslassen, freilassen, gehen lassen. Sonst könnt ihr ein kleines. Ja, aber wir haben jetzt seine Kommunikation abgenommen. Wie kannst du das denn sagen, wenn wir haben dein Handy abgenommen? Habt ihr den schon ausgezogen? Sie haben mir kein Handy abgenommen, tut mir leid. Doch, das haben wir Ihnen vorhin schon gezeigt. Und wir haben es auf Video. Und wir haben es auf Video. Wir haben es auf Video. Das habe ich alles auch auf Video. Mir wurde keiner was gesagt von einem Handy abgenommen. Dann müssen Sie mal zuhören hier. Bitte reagieren Sie jetzt drauf. Sie müssen zuhören. Ich hoffe, dass ich positiv auf reagieren tun. Das hoffe ich auch, dass es hier positiv endet, weil wenn nicht, ist es nicht so schön für Sie. Ja, Jungs, habt ihr den jetzt schon ausgezogen? Nein, aber jetzt müssen wir erst um den Flotti kümmern, weil der jammert die ganze Zeit rum und es regt mich wahnsinnig auf. Ja, da kümmere dich um den Flotti nicht. Lass mal mit dem. Und jetzt zieht's den endlich mal aus, was sonst ja. Nein, pass auf, wir machen jetzt folgendes. Bist du schön? Ich bin tot. Ja, gut. Das ist aber nicht Roleplay-konform gewesen, oder? Nee, ist es nicht. Filmst du es? Ja, ich hab's gefilmt. Ich hab's gefilmt. Hast du alles auf Video? Ja, alles. Wer hat denn da jetzt geschossen? Die schießen mit Leuchtspur geschossen. Das sind so schlechte Schützen. Leck mich am Socken. Ey, das war definitiv nicht okay, Leute. Das ist definitiv nicht okay. Ich hab es auf Video. Die sind gegenüber links von der Kuppel. Ja, an der Spitze, an der Spitze. Euer Ernst? Ja, weil ich guck mal, ob X-Ray da ist. Lisa, bist du tot oder lebst du noch? Nee, ich guck noch im Support. Ja, ich bin auch tot. In welcher Kuppel? Links von dem Gebäude. Über der Warnverhandlung, da ist eine riesige weiße Kuppel. Natürlich ist X-Ray nicht mehr da, ist Modus da.